Wasserenthärtung, ein Thema, das auch Primar Dr. Adolf Gotzmann in Waidhofen interessiert. Ich bin seit 1974, bin ich Kunde der Firma Marzig. Und für mich gibt es eigentlich nur den einen Fachmann, den ich frage, wenn ich etwas wissen will. Damals die Wasserenthärtungsanlage, die erste, die ich installiert habe, da war die Wasserhärte höher als heute. Und ich gehe einfach den Weg weiter. Will nicht zurücksteigen, sondern modernisieren. Wo kann ich das in meinem Haus platzieren? Das wird platziert im Normalfall gleich nach dem Wasserzähler, wo meistens auch ein Filter eingebaut ist, wie man hier neben mir auch sehen kann. Und da als nächstes wird dann die Enthärtungsanlage, bevor es zu den ganzen Verbrauchern geht, eingebaut. Aber was sagt ein Arzt grundsätzlich über Wasserenthärtung? Wenn man zu stark enthärtet, wird das Wasser, verliert seinen Geschmack. Also man muss da ein bisschen Mittelweg suchen. Das heißt, Sie entnehmen mit dieser Anlage dem Wasser komplett Kalk und Mineralien und führen sie dann dem Wasserkreislauf wieder zu? Genau, von der Technik her ist das Gerät so aufgebaut, dass an und für sich der gesamte Kalk herausgenommen wird und dann wird es über eine spezielle Verschneidearmatur wieder verschnitten mit dem Rohwasser und so die gewünschte Härte eben eingestellt. Hat das auch gesundheitliche Vorteile? Natürlich, also es wird auf jeden Fall die Haut wesentlich zarter, die Haare werden geschmeidiger und was ganz wichtig ist, man benötigt auch weniger Reinigungsmittel, was zum einen der Gesundheit gut tut, aber natürlich auch für die Umwelt sehr relevant ist. Was noch interessant ist, wie wirkt sich die Anlage auf meinen Geldbeutel aus? Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass eine 1 mm dicke Kalkablagerungsschicht an Wärmetauschern an Warmwasserboilern einen Energiemehrverbrauch von ca. 10% verursacht, dann sieht man das ja deutlich, dass es nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbörse sehr schont. Welche Voraussetzungen brauche ich zu Hause und was fällt eigentlich an Wartung an? Ja, Voraussetzungen sind eigentlich nicht sehr viel. Man braucht einen Stromanschluss dort, wo die Enthärtungsanlage stehen soll und einen Ablaufanschluss. Und von der Wartung her ist es so, dass man an und für sich im Schnitt, sage ich jetzt einmal im durchschnittlichen Haushalt, zweimal im Jahr Salz nachfüllen muss.